Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Ich weiß jetzt nicht, worunter ich dieses Video stellen soll, ob das jetzt ein Tutorial ist, ob das jetzt ein Quick-Tipp ist. Auf jeden Fall soll dieses Video um sogenannte Stile oder auch Looks gehen. Was sind Stile oder Looks? Das sind die Sachen, die das Bild halt spannender oder schöner machen, eher gesagt. Je nachdem, wie das Bild halt nachher aussehen soll, kann man mit diesen Sachen einfach das Bild besser gestalten und auch besser die Stimmung rüberbringen. Ich möchte einfach euch jetzt einen kleinen Starttipp hier geben und ein paar kleine Kniffe zeigen, wie man solche Sachen ganz schnell mit einfachen Mitteln in Photoshop machen kann, ohne viel Aufwand, ohne Plugins oder sonst irgendwas zu nutzen. Fangen wir erstmal mit dem ersten Bild hier an. Ich habe hier in meiner Stadt mit einer Langzeitbelichtung die Stadt fotografiert. Das sieht man auch an den Wolken hier. Und was wollen wir jetzt hier machen und was wollen wir hier umsetzen? Wir wollen natürlich die Stimmung etwas anheben, sprich, ich denke mal, wir werden auf jeden Fall hier einen wärmerlicheren Look machen. Das heißt also, wir wollen es etwas wärmer haben. Und jetzt zeige ich euch den ersten Trick, wie man es machen kann. Ihr geht auf Bild, beziehungsweise Ebene, Füllebene und Farbfläche. So, dort könnt ihr, könnt normal lassen oder ihr könnt auch auf weiches Licht schon gehen. Dann, okay. Und dann seht ihr schon, aha, hier habt ihr also eine Farbfläche, die ihr selber steuern könnt. Ich werde jetzt mal hier so auf so ein Orange gehen, etwas heller, na, nicht zu hell. So. Zack. Und da sieht man schon einen kleinen Unterschied. Natürlich könnte ich jetzt auch noch dazu einen Kontrast machen. So einen kleinen Kontrast. Hallo? So, geht doch. Die hellen Partien etwas höher. So, und das sind so die Stile bzw. Looks, wie man es halt macht. Das heißt, nicht nur eine Sache, sondern halt mehrere miteinander kombinieren. Dann meinetwegen hier mit der Maske halt noch rumspielen. Das heißt, ich gehe mal hier auf Schwarz und sage, okay, bei 50% bzw. 56% möchte ich, ups, das ist ein bisschen groß, das ist auch noch, möchte ich halt das obere, den Himmel, nicht haben. Und ihr seht schon, er macht den Himmel wieder zurück. Es dauert ein bisschen, warum auch immer. Vielleicht, weil das Bild einfach so groß ist. Auf jeden Fall seht ihr schon halt den Unterschied. Oder wenn ich hier halt mache, Maske aktivieren, seht ihr halt schon den Unterschied. Ihr könnt das auch natürlich noch mit mehr Prozent machen, dann seht ihr den Unterschied noch mehr. Das heißt, hier verschwindet dann halt die Farbe komplett und bleibt auch weg. Wie gesagt, ihr könnt es halt auch mit mehreren Stilen und mehreren, ja, solchen Korrekturen machen, um euren Look darzustellen. Vergesst einfach nicht, so viele Masken halt, also Masken sind immer am besten, nicht radieren, sondern Masken erstellen. Das könnt ihr auf dem Reiter hier unten machen, um einfach, falls ihr euch mal vermalt habt, zum Beispiel hier, ups, könnt ihr auf die weiße Farbfläche gehen und könnt es halt wieder zurückholen, ohne dass ihr dann halt wieder das ganze Bild neu gestalten müsst, weil beim Radieren ist das komplett weg. Bei der Maske eben nicht.
So, das war die erste Methode. Oh Gott, das geht wieder zu lang. 5 Minuten schon erkläre ich diese eine. Gehen wir zum nächsten Bild. Das ist ein 50er-Jahre-Model bzw. Cosplayerin. Und da wollen wir jetzt einfach mal einen anderen Look drüber legen. Einfach, schlicht und einfach mit einer einzigen Korrektur. Und hier können wir uns halt auch auswählen, welche wir nehmen wollen. Ja, welche wollen wir denn heute nehmen? Also ich kann, wenn ihr einfach nur eine schnelle Korrektur haben wollt, mit die Lichter betonen, beziehungsweise die Mitteltöne und die Schatten betonen wollt, um einfach schnell irgendeinen Look darzustellen mit Farben und so weiter, kann ich euch eine Sache empfehlen. Die selektive Farbkorrektur. Die ist echt ein Allround-Talent in Sachen Farbe und Korrektur. Zum Beispiel gehe ich immer gern auf Grau und Schwarz. Auf die Einzeltöne gehe ich nie. Auf jeden Fall, wenn ich auf Grau bin zum Beispiel, kann ich hier noch die Farbe komplett ändern. Ihr seht das schon, wie das Ganze jetzt aussehen könnte. Ich könnte hier halt beim Schwarz könnte ich halt die Helligkeit noch regulieren, aber ich lasse das einfach mal so auf, ja, 0. Und wenn ich jetzt auch noch in Schwarz gehe, kann ich auch die dunklen Partien einfach aufhellen bzw. dunkler machen oder einen anderen Look halt reinpacken bzw. andere Farben. Und ihr seht schon, wie sich hier die dunklen Sachen einfach verändern. Und ich finde, das Vorher-Nachher-Bild lässt auch schon, ja, kann sich jetzt sehen lassen. Und das nur mit einer einzigen, ja, Korrekturpalette. Also, ja, das wäre es von diesem Bild gewesen, was man halt mit einer Korrekturpalette machen kann, wenn man es einfach mal eilig hat. Und wenn man wirklich so auf Kontraste und ja, so Aggressives steht, dann kann ich das jetzt beim nächsten Bild halt zeigen. Das ist ein Model, was ich schon letztes Jahr fotografiert hatte. Ja, 2016 war das. Und da wollen wir jetzt einfach mal so ein aggressives, kontrastreichen Look reinbringen. Aber wie machen wir das? Es gibt verschiedene Methoden, um so einen kontrastreichen Look reinzubringen. Eine Methode davon kann ich euch kurz zeigen, die ich gerne mal öfter bei meinen Bildern anwende, um einfach auch schönere Looks zu erstellen, die wirklich einfach dann danach, finde ich, hammermäßig aussehen. Ich gehe auf den Schwarz-Weiß. Jetzt denkt ihr, okay, das ist alles Schwarz-Weiß. Aber ich werde es noch gleich erklären, warum Schwarz-Weiß und das nächste ist dann halt die Tonwertkorrektur, die ich verwende. Und hier ist es wichtig, dass ihr zum Beispiel diesen Regler etwas weiter nach rechts schiebt. Und jetzt könnt ihr euch zwischen zwei Sachen entscheiden, zwischen zwei von denen hier. Zwei Modis. Einmal multiplizieren. Ihr könnt natürlich jede andere nehmen, aber ich würde euch nur empfehlen, wirklich multiplizieren zu nehmen, ineinander kopieren oder eben ineinander kopieren würde ich nicht empfehlen, aber weiches Licht, also multiplizieren und weiches Licht kann ich euch empfehlen. Ich zeige euch mal erstmal multiplizieren, was da dann passiert. Ihr seht schon, das ist extrem dunkel, extrem kontrastreich. Und es wirkt schon wirklich, wirklich gut.
So, das andere wäre zum Beispiel weiches Licht, was von den Farben her, ja, einfach von den Lichtern und von den dunklen Partien einfach stärker wäre als das andere. Weil hier gehen die Lichter mehr flöten als beim anderen. Hier werden die hellen Partien halt noch richtig aufgehellt. Gehellt. Ja. So, und eine einzige Sache habe ich halt noch, die ich euch kurz noch zeigen will. Die auch schnell und einfach geht, wenn ihr mal schnell ein ja, kontrastreiches Bild haben wollt mit einer einzigen Ebene. Aber wie gesagt, das sind nur so ein paar Kniffe und ein paar Hilfsideen, die ich halt für euch gerade habe, um einfach ein paar, ja, damit ihr ein paar Inspirationen habt, um zu gucken, wie ihr welches Bild bearbeiten könnt und vielleicht habt ihr da noch weitere Ideen. Der nächste Kontrast-Look mit einer einzigen Ebene ist der Farbtonsättigung. Das versteht ihr jetzt erstmal gar nicht. Ja, ich habe es am Anfang auch nicht verstanden, aber wenn ich jetzt auf Färben zum Beispiel gehe, seht ihr erstmal, ja, gut, gefärbt. Aber wenn ich jetzt auf weiches Licht gehe, dann seht ihr, was ich meine. Richtig kontrastreich. Und das Gute ist, ich kann immer noch die Farbe so leicht ändern, obwohl ich, ja, hier zum Beispiel so, das gefällt mir. Was soll ich jetzt noch großartig sagen? Ja, das sind so diese paar Kniffe, die ich für euch halt mal rausgesucht habe, wie ich zum Beispiel ein paar Bilder immer so grob bearbeite, wenn ich es mal eilig habe. Natürlich kombiniere ich auch viele Bilder, also viele Modis, viele Korrekturen kombiniere ich einfach und das solltet ihr halt auch. Aber wenn ihr es mal schnell habt, ich habe euch gerade ein paar Kniffe gezeigt, wie es einfach mit ein paar Ebenen oder mit einer Ebene halt funktioniert, schnell einen guten Look hinzubekommen. Ja, ich hoffe, mit diesem kleinen Tutorial, was schon fast 13 Minuten geht, oder wie dieses Video, konnte ich euch ein bisschen helfen und wir sehen uns auf jeden Fall bei einem weiteren Tutorial oder Video, wie auch immer man es nennen kann. Und ja, bis dahin und einen schönen Tag noch. Ciao.